Hallo und willkommen zu meiner autodidaktischen Videoserie über Mesopotamien. Hier lerne ich selbst durch das Lesen mehrerer Bücher über die Geschichte des Zweistromlandes, während du auf diese Weise die Möglichkeit hast, auf den Zug ein wenig aufzuspringen. Ich kann nicht garantieren, dass alles, was ich hier sage und präsentiere, korrekt ist, doch ungeachtet meines manchmal etwas vorlauten Mundwerks bemühe ich mich, meine Schilderungen hier ausschließlich auf die Bücher zu beschränken, die mir hierzu vorliegen und die zu weiten Teilen von namhaften Historikern oder Archäologen geschrieben wurden. Somit, du musst natürlich nicht, oder besser gesagt, du solltest unter keinen Umständen alles, was ich hier sage, für bare Münze nehmen, doch die Literatur hier, steht im Vordergrund und so kann sich jeder selbst die entsprechenden Bücher beschaffen und die Sachverhalte selbst nachlesen. Auf der anderen Seite zeigt dieses parallele Lesen von multiplen Büchern auch die Widersprüche in der Deutung der vorhandenen Indizien und Beweise, gerade wenn es um die frühen Stunden der sumerischen Geschichte geht. Es wird schnell deutlich, dass nicht alle Forscher dieselbe Position beziehen. Und ich sage das nur deshalb so umständlich, weil klar sein muss, dass ich nicht nur kein Historiker bin, sondern dass ich über gar keine Schulbildung verfüge. Ich habe ja nicht mal einen Hauptschulabschluss und alles, was ich weiß oder zu wissen glaube, entstand letztendlich durch die Lektüre von Büchern. Ich bin mir deshalb der Absurdität bewusst, dass bei einem Thema, das eigentlich so akademisch anmutet, ausgerechnet ein wirrer Schulabbrecher wie ich den Federkiel ergreift und dazu YouTube-Videos macht. Aber ein Teil dieses Problems liegt eher darin, dass ich lang genug nach so einer detaillierten Videoreihe im deutschsprachigen YouTube gesucht habe, doch ohne Erfolg. Und das sagt vielleicht auch ein wenig über die seltsame Isolationslinie, die da zwischen der Akademie und dem gemeinen Volk besteht, um es mal aus Mangel an bessere Ausdrucksweise so zu bezeichnen. Ich hätte natürlich das machen können, was ich immer mache, mich an die englischsprachigen Videos zu halten. Da gibt es eine Menge Archäologiestudenten und Professoren, die eigene YouTube-Kanäle betreiben. Dort kann man alles lernen, von Keilschrift lesen über Akkadisch bis hin zur Hammurabi-Rechtsprechung. Und das ist ein Problem, das auch schon ganz anderen Geistern Kopfzerbrechen bereitet hat. Und es hat nichts mit Mesopotamien zu tun, aber es ist der Grund, weshalb ein Dilettant wie ich plötzlich den Staffelstab bei so einem Thema ergreift, weil es sonst niemand tun würde. Doch das nur vorweg. In der letzten Episode beschäftigte ich mich mit der Beschaffenheit der Stadt Uruk, die in den Morgenstunden der sumerischen Gesellschaft vermutlich die größte Stadt der Welt war. Und wir hatten uns ein wenig mit dem Grundriss des zentralen Viertels dieser Stadt auseinandergesetzt. Es muss aber auch klar sein, dass die heutige Ausgrabungssituation nur einen Bruchteil der gesamten Stadt freigelegt hat. Das ist eine Sache von Geld, Prioritäten, aber leider auch Geopolitik. Uruk ist freilich viel größer als dieses ausgegrabene Viertel und die Situation ist ungefähr so, wie wenn jemand nach 5000 Jahren München ausgraben würde, sich aber aus naheliegenden Prioritäten nur auf das Gebiet um Marienplatz und Stachus beschränken würde. Da schlummert also noch ein mesopotamisches Sendling unter der Erde und ein Ostbahnhof und ein Schwabing und so weiter. Aber die zwanghafte europäische Lust, sich nun endlich wieder in eine Kriegsökonomie zu verwandeln, wird ganz sicher nicht zu einem Aufblähen der Forschungsmittel im Zweistromland beitragen. Thank you.
In der vorletzten und letzten Episode dieser Reihe kam immer wieder die Uruk-Expansion zur Sprache. Heute wird diese Expansion insbesondere im Norden nachgewiesen, im heutigen Syrien und Anatolien. Hier haben zum Beispiel die Italiener in den letzten Jahren sehr viel geforscht. Diese Expansion scheint dann an einem gewissen Punkt ihren Höhepunkt zu erreichen, gefolgt von einem möglichen Kollaps. Karin Radner in ihrem Buch Mesopotamien, die frühen Hochkulturen am Euphrat und Tigris, erwähnte diesen Zusammenbruch der Uruk-Welt mehrmals. So schreibt sie auf der Seite 15, denn ab ca. 3700 v. Chr. Erreichte mit der sogenannten Uruk-Expansion Südmesopotamiens materielle Kultur nach und nach Siedlungen in Nordmesopotamien, Ostanatolien und Westiran. Diese Kolonien stellten Uruks Versorgung mit den Rohstoffen Metall, Stein und Holz sicher. Für ein halbes Jahrtausend bestand ein komplexes, überregionales System, als dessen Zentrum ohne Zweifel die Stadt Uruk fungierte. Ansonsten herrscht in der Forschung wenig Einigkeit, weder über den Charakter dieses Systems noch über die Ursachen und Ausrichtung seiner nie zuvor gesehenen gigantischen Ausbreitung, ebenso wenig wie über die Gründe für seinen Kollaps um 3100 v. Chr. Und weiter unten schreibt sie, die wirtschaftlichen Vorteile der Uruk-Expansion für Südmesopotamien sind offensichtlich. Die Region verfügte über keinerlei Metallvorkommen und musste selbst Stein und Bauholz importieren. Schon im gesteins- und holzreichen Norden Mesopotamiens war das ganz anders, denn dort gab es gute Metalllagerstätten, so etwa am kleinen Saab. Im Süden entwickelte sich eine vielseitige Veredelungsindustrie, die auf die Produktion von Luxusgegenständen spezialisiert war und zum Beispiel in der Textilherstellung und der Metall- und Steinverarbeitung Hervorragendes leistete. Dadurch war die Teilnahme der Region am überregionalen Güteraustausch auch nach dem Ende der überregionalen Vormachtstellung Uruks gewährleistet. Dieser Genie würde also nicht mehr in die Zauberlampe zurückkehren. Phänomene wie Schrift wurden zwar massiv verändert, aber nicht mehr aufgegeben, genauso wie die grundsätzliche Idee, ganze Imperien auf Ökonomie aufzubauen. Auf der Idee der Verschuldung, auf Ideen wie Vorleistung und Investition. All das war relativ neu, denn bis dahin mochte gelten, eine Gruppe, die einen bestimmten Grund und Boden besetzt hielt oder über naturgegebene Mittel verfügte, besaß das Machtpotenzial. Nun aber entstand eine neue Art zu denken, auch eine Region, die selbst keine Erze und keine übermäßig günstigen natürlichen Voraussetzungen besaß, konnte dennoch zu einer Supermacht aufsteigen, allein auf wirtschaftlichen Konzepten basierend. Heute denkt man sich da nicht viel dabei, aber es gibt diesen Augenblick, an dem es nicht mehr nötig ist, 10 Kilo Eisenerz auf den Tisch zu legen und zu sagen, das ist der Wert. Plötzlich legt jemand einen bekritzelten Zettel auf den Tisch oder ein bedrucktes Tontäfelchen und sagt, ab heute ist das der Wert. Und wenn alle mitmachen, ist es fortan eben die Realität. Und wenn am Ende des Prozesses das eigentlich wertlose Tontäfelchen zu dem realen Tausch von Lebensmitteln, Textilstoffen, Holz und Kupfer führt, ist das ein Konzept mit viel Potenzial. Heute braucht man nur noch aus dem Fenster zu sehen, um zu merken, wie ausbaubar dieses System ist. Das muss auch ein weltfremder Bolschi wie ich eingestehen. Und die Uruk-Stadtstaaten schienen von der Ausbaufähigkeit eines Wirtschaftssystems, das nicht nur spezialisiert war, sondern auch möglichst international war, durchaus abhängig zu sein, da diese Region agrartechnisch und klimatologisch äußerst instabil war. Ich habe schon in der vorletzten Episode über die recht schnelle Entstehung des Persischen Golfs erzählt, die möglicherweise einst Kulturen und Sippen nach Norden abdrängte, in jenes südirakische Gebiet, das wir heute als sumerisch begreifen. Doch diese Dynamik hatte sich erschöpft und für mehrere Jahrhunderte begann das Meereswasser zurückzuweichen und jene Küstenverläufe begannen sich zu bilden, die wir heute haben, sodass Städte wie Uruk nun de facto in der Wüste stehen, weit weg von der Küste, obwohl in der glorreichen Zeit die Küste so nahe war, dass man in der Stadt täglich frischen Fisch essen konnte.
Der Effekt bestand wohl, so beschreibt es Bartel Roeder in seinem Buch Mesopotamien, die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris, auch darin, dass die Region um diese Stadtstaaten mit Uruk an der Spitze zunehmend austrocknete, während die Flüsse sich wilder und ungezügelter anfühlten. Roeder schreibt an dieser Stelle: Gegen Ende des 4. Jahrtausends wurde die künstliche Bewässerung noch notwendiger. Da der Pegel des Persischen Golfes allmählich zurückging, vergrößerte sich die Fließgeschwindigkeit von Euphrat und Tigris und die Gegend zwischen den beiden Strömen trocknete immer mehr aus. Um die Fortexistenz zu sichern, bildeten sich an den Ufern der Flüsse größere Gemeinwesen, die personell in der Lage waren, die notwendigen baulichen Maßnahmen durchzuführen und unter Führung befähigter Herrscher allmählich zu Städten heranwuchsen. Wasser war zu jener Zeit das Lebenselixier der mesopotamischen Siedlungen. Versiegte das Wasser zum Beispiel durch eine starke Veränderung des Flusslaufs oder durch feindliche Zerstörung der Kanäle, war es bald um die Bedeutung eines Ortes geschehen. Dass man schon in früher Zeit vor Gewaltanwendung gegen andere Siedlungsgemeinschaften in Form lokaler Kriege nicht zurückschreckte, beweisen Darstellungen gefangener Priesterfürsten. Zu größeren Herrschaftsbildungen kam es aber noch nicht. Die staatliche Organisation der Sumerer blieb ganz im Rahmen der einzelnen Städte. Die Gesellschaft gliederte sich nicht nur in Herrschende und Untergebene, sondern bald auch nach bestimmten Berufen, da der Arbeitsprozess entsprechend den sich mehr und mehr differenzierenden Erfordernissen der Wirtschaft immer komplexer wurde. Der Überschuss aus der Agrarwirtschaft bildete die Grundlage für einen regen Handel. Auch das Gewerbe erreichte eine erste Blüte, so etwa in der Herstellung von Metallgefäßen. In Djemdet Nasr, nordöstlich von Babylon, hat man sehr schöne bemalte Keramik gefunden. Daher sprechen wir von der Djemdet Nasr-Zeit, die ungefähr das 29. Jahrhundert umfasst. Mit dem Auftreten der Bronze, zu deren Herstellung man neben Kupfer noch Zinn, vermutlich aus dem West-Iran, benötigte, begann ein neuer Abschnitt, die Bronzezeit, die sich über das 3. und das gesamte 2. Jahrtausend erstreckte. Damit fällt der Name in der Überschrift dieser Videoepisode, denn diese Periode, um die es hier gehen wird, trägt den Namen Djemdet Nasr. Djemdet Nasr ist also ein archäologischer Fundort im Irak, unweit vom späteren Babylon, dessen bunte Keramik Anlass genug gab, um hier eine eigene Zeitperiode zu definieren, die ungefähr zwischen 3000 bis 2800 vor Christus dauerte. Wir haben aber auch letztes Mal viel über die Stratigraphie gesprochen und dass die historische Einstufung bestimmter Zeitabschnitte mit den entsprechenden Ausgrabungsschichten korrespondieren muss, die uns eben eine zeitliche Linearität geben können. Und in unserer letzten Episode, da ging es um die Glanzzeit von Uruk und des berühmten Eanna-Tempelviertels mit all seinen ehrgeizigen Bauwerken und auch bekannt als die späte Uruk-Periode zwischen 3400 und 3100 vor unserer Zeitrechnung. Und die entsprach Uruk 4b und Uruk 4a. Wenn wir nun aber von Djemdet Nasr sprechen, befinden wir uns in den Ausgrabungsschichten darüber. Dies entspricht dann Uruk 3 respektive Uruk 3b. Doch was mir allerdings auffällt, ist, dass die anderen Forscher nicht unbedingt zu detailliert über einen Uruk-Kollaps sprechen. Also der Vorstellung, dass zwischen Uruk 4a und Uruk 3b irgendwelche massiven sozialökonomischen oder politischen Brüche stünden. Der Ausdruck Kollaps kommt in so klaren Worten nur bei Karin Radner vor. Gebhard J. Selz zum Beispiel schreibt in seinem Buch Sumerer und Akkader – Geschichte, Gesellschaft, Kultur folgendes: Die Fülle der materiellen Hinterlassenschaft und nicht zuletzt die langsam einsetzende schriftliche Überlieferung erlauben bessere geschichtliche Rekonstruktionen, auch wenn wir noch weit davon entfernt sind, eine Ereignisgeschichte zu schreiben. Undeutlich bleiben die Übergänge von der Spät-Uruk-Zeit 3400 bis 3100 zu jener Periode, die nach einem namengebenden Fundort in Zentralmesopotamien auch als Djemdet Nasr-Zeit, also 3100 bis 2900, bezeichnet wird. Damit stehen wir am Beginn des 3. Jahrtausends. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass absolute Daten für das 3. mehr noch als für das 2. Jahrtausend bestenfalls Näherungswerte darstellen. Und Eckhard Frahm schreibt in seinem Buch Geschichte des alten Mesopotamien:
Über die politische Geschichte Mesopotamiens in den ersten Jahrhunderten nach der Erfindung der Schrift wissen wir nur sehr wenig. Der Grund hierfür ist, dass aus dem Zeitraum vor dem 26. Jahrhundert vor Christus so gut wie keine im engeren Sinne historischen Keilschrifttexte überliefert sind. Die schriftlichen Hinterlassenschaften dieser frühen Epoche beschränken sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf lexikalische und administrative Texte, kurze Weihinschriften sowie auf eine Reihe steinerner Urkunden, die den Verkauf von Land dokumentieren. Die Ausdrucksweise ist hier also nachvollziehbar verhalten. Doch die Idee des Kollapses hat genau an dieser Stelle tatsächlich eine gewisse Bewandtnis, denn es scheint einen spürbaren oder messbaren Bruch mit der Menge an vorliegenden Tontäfelchen zu geben, sozusagen das Fehlen von Dokumenten, die im selben Maße Prosperität und Expansion dokumentieren würden, wie es zuvor in der Uruk 4a-Zeit der Fall war. Hier muss man allerdings auch cum hoc ergo propter hoc gelten lassen. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob dieser Eindruck eines Bruches oder Risses in der historischen Linearität nicht einfach der Tatsache geschuldet ist, dass in dieser Region noch nicht ausreichend gegraben wurde. Deshalb steht, glaube ich zumindest, für viele Forscher eher fest, dass der Übergang von der späten Uruk-Periode zu Djemdet Nasr ohne einen großen Knall vonstatten ging, sondern relativ nahtlos und eher fließend. Und in diesem Zusammenhang habe ich die Arbeit der bereits zitierten Marcella Frangipane gefunden von der Sapienza Universität in Rom mit dem Titel Rise and Collapse of the Late Uruk Centers in Upper Mesopotamia and Eastern Anatolia. Dr. Frangipane ist in ihrem Paper gewohnt vorsichtig und verdeutlicht zwei Sachen. Erstens, dass nicht alle Kulturen ständig mit einem Kollaps untergehen, somit das Ausbleiben bestimmter Merkmale für die Dauer von 100 oder 200 Jahren nicht unbedingt einem Kollaps geschuldet sein muss, sondern eben ganz andere Bedingungen einer sozial-ökonomischen Veränderung haben kann. Und zweitens, dass wir letztendlich keine einheitliche Definition dafür haben, was denn eigentlich ein Kollaps ist. Mit anderen Worten, es wäre vielleicht etwas verfrüht, im Zusammenhang mit dem Übergang von Uruk 4 zu Uruk 3 den Ausdruck Kollaps in die Schulbücher einfließen zu lassen. Es haben sozialökonomische und politische Veränderungen stattgefunden, ja, aber ihre Beschaffenheit war möglicherweise subtiler und komplexer als ein brachialer Zusammenbruch des Gemeinwesens von Uruk oder etwas in der Art. Aber der Eindruck ist da, dass ab diesem Zeitpunkt die schriftlichen sumerischen Zeugnisse in Uruk ausbleiben, während zugleich in anderen Städten und Kulturen diese neuartige Erfindung namens Schrift äußerst populär und salonfähig wird, aber auch mit qualitativen Updates, was die Funktionalität der Schrift betrifft. Dazu später mehr. Eckhard Frahm schreibt hierzu auch: Die politische Landschaft Mesopotamiens wurde fortan nicht mehr von einem einzigen großen Zentrum dominiert, sondern von einer ganzen Reihe von Stadtstaaten, die einerseits miteinander kooperierten, andererseits aber in einem Konkurrenzverhältnis zueinander standen, was immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen ihnen führte. Mehrfach stiegen dabei einzelne Stadtstaaten für eine begrenzte Zeit zu überregionalen Mächten auf. Zwischen 2350 und 2000 vor Christus fand dieser Trend zu erneuter Zentralisierung seinen Höhepunkt in der Herausbildung der Reiche von Akkad und Ur III, den ersten voll ausgebildeten Staaten, die ganz Mesopotamien und Teile seiner Nachbarregionen beherrschten. Allerdings war diesen Staatsgebilden nur eine begrenzte Lebensdauer beschieden und mit dem Untergang des Reiches von Ur um 2000 vor Christus setzte eine weitere Phase der politischen Zersplitterung ein. Das greift aber natürlich auch ein wenig vor in die Inhalte ja, zukünftiger Videos in dieser Reihe. Somit, diese Episode hier versucht sich nun mehr damit zu beschäftigen, was das Leben in der Djemdet Nasr-Zeit ausgemacht hat und welche Veränderungen Einzug hielten. Wir befinden uns damit an der unmittelbaren Türschwelle echter Geschichtsschreibung. Es ist, denke ich, aufgefallen, dass die vorangegangenen Episoden vollständig ohne Namen und Rang ausgekommen sind. Ich habe keine Könige benannt, ja nicht einmal den Rang eines Königs erwähnt. Das hat damit zu tun, dass es zuvor eben keine Könige gab und dass absolut keine konkreten Namen aus diesen frühen mesopotamischen Jahrhunderten bekannt sind.
Wir verlassen nun aber recht zügig diesen stetigen Nebel der Geschichte, wo alles nur schemenhaft und verschwommen erscheint. Wir haben es hier also mit einem Sumerien zu tun, das damals vermutlich nie in einem politischen Sinne so geheißen hat, obwohl die beteiligte Ethnie tatsächlich Sumerer hieß. Wir haben in der vorletzten Episode, glaube ich, über den Begriff Sanggiga gesprochen, die Schwarzköpfe, aber auch über den sumerischen Ausdruck Kengir, das Land der Edlen, wie auch den akkadischen Begriff Shumaru. Es sieht also so aus, als ob die übermächtige Stadt Uruk fortan den Glanz und die Macht mit anderen Städten der Region teilen musste. Stadtstaaten, die immer weniger in einer vasallenhaften oder abhängigen Position gegenüber Uruk standen, sondern zunehmend ernsthafte Konkurrenten und Nachbarn darstellten. Und die Forschung von Dr. Frangipane macht deutlich, dass weit im Norden, im heutigen Anatolien, in einer einst prosperierenden Handelsstadt wie Aslan Tepe, der kulturelle und wirtschaftliche Einfluss von Südmesopotamien zügig zurückging. Aber dies sind meistens Zustände, die eine naheliegende Konsequenz haben, die Vereinigung solcher Stadtstaaten zu einem Reich unter einem König. Und hier in dieser Region würde das natürlich auf die Entstehung des semitischen Reiches Akkad hinauslaufen, der ersten Phase der mesopotamischen Geschichte, die historisch halbwegs klare Konturen zeigt, weil eben die Menge an Tontafeln zunahm und die Qualität der Keilschrift detailliertere und aussagekräftigere Botschaften erlaubte. In den Glanzzeiten von Uruk war die Schrift noch eine ganz andere als die spätere assyrische und babylonische Keilschrift, bevor das komplexe System aus determinativen Logogrammen und Phonogrammen entstand, war die frühsumerische Schrift eine eher krude Sammlung an Piktogrammen. Einige davon gelten als entschlüsselt und fügen sich in die Entwicklungsphasen dieser Schrift ein, während viele dieser Zeichen noch unklar sind oder zumindest Gegenstand von Vermutungen. Manchmal bezeichnet man diese Art von Schrift auch als protoliterarisch. Im Grunde waren hier noch keine komplexen Sätze wiedergegeben, sondern mehr Stichworte, Mengen und allerlei Grundinformationen festgehalten. Es gibt einige berühmte Beispiele für diese protoliterarische Keilschrift. Bekannt ist vermutlich dieses hier wegen der recht provokanten und zugleich weitreichenden Bedeutung. Das ist das äußerst zeitlose Symbol für weiblich oder Frau. Das hier ist das Symbol für Gebirge oder Berge. Zusammen kombiniert bedeutet diese Glyphe Sklavin. Das hat also auch eine interessante Aussagekraft. Aber große Proklamationen lassen sich auf diese Art und Weise nicht verfassen. Übrigens, die Sklaverei ist zwar in der Djemdet-Nasr-Zeit recht belegt, aber viele Forscher vertreten auch die Meinung, dass es bereits schon in der Mitte des 4. Jahrtausends, also tief in jener glorreichen Uruk-Zeit, über die wir zuletzt sprachen, Sklaverei durchaus gegeben hat. Es spricht einiges dafür, dass Sklaven fast ausschließlich eine Kriegsbeute waren. Die Betonung lag hier eher auf weiblichen Sklavinnen, da Männer bei gewonnenen Kriegen und Schlachten häufig einfach exekutiert wurden. Zumindest in dem Buch Völker im Lande Babylon von Henry W.F. Sachs konnte ich etwas darüber lesen, dass die Sklavinnen weitgehend in Privathaushalten landeten, während die Versklavung von Männern als aufwendiger und schwieriger empfunden wurde, da diese häufiger zu fliehen versuchten und letztendlich aus dem Stand irgendeiner feindlichen Kriegerkaste stammten, was sie als Sklaven sichtlich gefährlicher machte oder zumindest mühsamer zu brechen und damit abzurichten. Und deshalb stellte man sich wohl bei männlichen Kriegsgefangenen öfter die Frage, ob es denn nicht praktischer sei, sie hinzurichten, als sich mit ihrer Umerziehung zu Sklaven zu beschäftigen. H. W.F. Sachs schreibt dazu in seinem Buch »The Greatness That Was Babylon«: In der sumerischen Periode scheinen die weiblichen Sklaven überwogen zu haben. Sie wurden, sieht man von der recht eindeutigen Verwendung junger und hübscher Sklavinnen ab, hauptsächlich in den Tempelmühlen beschäftigt und in den Werkstätten, in denen die Haupttätigkeit aus Spinnen und Weben bestand. In der frühdynastischen Periode gehörten fast alle Sklaven den Tempeln oder dem Palast. Sie waren kaserniert und wurden in geschlossenen Gruppen zur Arbeit eingesetzt.
Allmählich entwickelte sich aber auch der private Besitz von Sklaven. Man schätzt, dass der durchschnittliche Haushalt in Babylonien während des ersten Jahrtausends vor Christus 2 bis 3 Sklaven besaß, der assyrische Haushalt 3 bis 4. Weibliche Sklaven konnten den männlichen Mitgliedern des Haushalts als Konkubinen dienen. Manchmal wurde ein in die Sklaverei verkauftes Mädchen allerdings dadurch vor der Prostitution bewahrt, dass in den Verkaufsvertrag eine Klausel aufgenommen wurde, die besagte, sie müsse einem Mann vermählt werden. Normalerweise handelte es sich dabei um einen anderen Sklaven, in einigen Fällen aber auch um einen Freien. Es konnte sogar Vorsorge für eine mehrmalige Wiederheirat getroffen werden, falls der erste oder weitere nachfolgende Ehemann starb. Somit darf man von der Vorstellung, dass es im frühen Uruk, das noch auf den kulturellen Ideen der Obed-Menschen fußte und dem heute eben diese egalitäre, wenn nicht gar kommunistische Gesellschaftsform bescheinigt wird, sozusagen ohne Könige und Königsdynastien an der Spitze, nicht zu der Vorstellung übergehen, dies seien besonders pazifistische Menschen gewesen. Noch bevor dem Homo sapiens die Idee eines wirtschaftlichen Vertrags in den Sinn kam, kam ihm sicherlich viel früher die Idee, dem anderen etwas zu stehlen oder einfach abzunehmen, während man das betreffende Dorf anzündete und sämtliche Frauen darin vergewaltigte. Man sollte also nicht zu rührselig und romantisch bei den frühen Sumerern sein. Sicherlich war die Idee einer Strafexpedition in diesen Jahren längst geboren und der Feldzug als Mittel der eigenen Bereicherung lag als Gedanke zum Greifen nahe. Und was die Fortentwicklung der Schrift betrifft, ging mir dann noch ein anderer Gedanke durch den Kopf. Und das ist nur meine sichtlich zynische Reflexion. Da ist doch das kleine seltsame Phänomen, dass die Anwesenheit von richtigen Einzelherrschern und Tyrannen viel mit grandiosen Ideen einhergeht, welche die meisten Herrscher mitbringen. Das große Ego und das nötige Selbstbewusstsein trägt dazu bei, sich selbst plötzlich in einem größeren, detaillierteren und auf zeitlichen Kontext zu stellen. So wie viele Herrscher dazu neigen, ihre Legitimität aus einer alten Blutlinie abzuleiten. Doch dafür braucht es dann historische Dokumente, Königslisten, Berichte über wichtige Ereignisse, allem voran Siege über den Feinden und Eroberungen. Und das ist eine ganz neue Dimension der Schriftnutzung. Die Keilschrift in ihrer ursprünglichen rudimentären Form entstand gänzlich aus ökonomischen Notwendigkeiten heraus, um Warenbestand zu dokumentieren, um Besitzanspruch zu besiegeln und um Kredite und Vorleistungen aus der Hand geben zu können. Immerhin konnte man aus diesen frühen Beiträgen bereits historisch interessante Details erahnen. Über die vorhandene Mythologie, über die Art der Nahrung und die wirtschaftlichen Interessen. Aber dafür kaum konkrete historische Eckdaten. Somit, die Qualität der Schrift nimmt nun unaufhaltsam zu, die Keilschrift wird immer filigraner. Eckhard Frahm schreibt, um 3300 vor Christus, vielleicht auch etwas früher, erfolgte dann offenbar in Uruk der entscheidende Durchbruch, die Etablierung eines Repertoires von zunächst fast 1000 Schriftzeichen, die Gegenstände und Vorgänge verschiedenster Art repräsentierten. Der moderneren Forschung ist es bislang nur teilweise gelungen, die 6000 archaischen Texte der Uruk 4 und Uruk 3 Zeit zu entschlüsseln. Dies liegt vor allem daran, dass sich die Schreiber der früheren administrativen Texte darauf beschränkten, die von ihnen dokumentierten Transaktionen mit wenigen knappen Schlüsselworten zu umreißen. Da die archaische Schrift die Lautgestalt der von ihr repräsentierten Worte, wenn überhaupt, nur in äußerst rudimentärer Form wiedergibt, ist sogar umstritten, ob die den archaischen Texten zugrunde liegende Sprache das Sumerische war, das vom frühen 3. Jahrtausend an als vorherrschende Sprache Südmesopotamiens nachgewiesen ist, oder ein anderes Idiom. Das relativ große Maß an Kontinuität, das die mesopotamische Kulturentwicklung charakterisiert, spricht dafür, die Uruk-Zivilisation primär als das Werk der Sumerer zu betrachten, doch liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch andere ethnische Gruppen in der späten prähistorischen Zeit im Zweistromland präsent waren. Da tritt also immer wieder das alte Problem in den Vordergrund, dass die Sumerer als Ethnie oder als politische Einheit nach wie vor etwas ominös erscheinen. Der mit Abstand wichtigste Zeitzeuge jener Zeit ist allerdings die berühmte Uruk-Vase, eine detaillierte Reliefvase im Museum von Bagdad,
die wir beinahe verloren haben durch den unprovozierten und völkerrechtswidrigen Angriff der USA auf den Irak. Die Vase ist inzwischen geborgen, doch mit zusätzlichen Beschädigungen. Aber was 5000 Jahre an Zerstörung nicht bewirken, schafft die USA mühelos in einem Monat. Und das könnte man so weiterspinnen. Die Devastierung Nordiraks durch die USA, der daraus folgende unmittelbare Aufstieg des Islamischen Staats in der Levante, der dazu beiträgt, dass wiederum die Sprengung von Palmyra stattfindet und so weiter. Und ich weiß, was ihr denkt, das hat jetzt nichts mit Mesopotamien zu tun. Und musst du deine Anti-NATO-Empfindelei überall dazwischen drängen? Zieh doch nach Russland, wenn es dir hier nicht gefällt, du Assad-Versteher. Und das ist ein verständlicher Einwand. Natürlich kann ich mein Maul halten bezüglich dieser zerstörerischen geopolitischen Kraft auf diesem Planeten, der unheiligen Allianz aus Neocons und dem Neoliberalismus, deren Hochburg eben die USA ist. Ich kann natürlich das Maul halten. Das Problem ist, wenn wir alle ständig nur unser Maul halten, um nicht von jemandem mit irgendeinem läppischen Fähnchen neben seinem Social-Media-Profil angepflaumt und beschimpft zu werden. Wie zielführend ist es denn, sich abseits zu halten? Wie gut läuft das für uns? Außerdem fällt doch auf, dass wir grundsätzlich in einer Zeit leben, in der die Akademiker weitgehend schweigen und die Wortführung irgendwelchen unkoordinierten Dilettanten wie mir überlassen wird. Warum? Nun, ich bin tief davon überzeugt, dass die meisten Assyrologen und Mesopotamienforscher keine Fans des Irakkriegs waren. Und dass Saddam Hussein haben dort unzählige Ausgrabungsprogramme stattgefunden. Jetzt, nach der amerikanischen Vergewaltigung des Landes, muss man dort um sein Leben fürchten. Aber unsere Gegenwart ist eben auch diese traurige Zeit, in der die Akademie sich nur selten zu Wort meldet bei all diesen Themen, da die Konsequenzen einer transatlantisch-kritischen Haltung weitgehend zu einem Kündigungsgrund geworden sind. Und das ist eine Androhung, gegen die eben nur noch jene Leute immun sind, die ohnehin einen beschissenen Job haben. Also Leute wie ich. Und diese werden dann zu den Wortführern von allerlei Ideen und Vorstellungen. Und das wird dann abgestraft und gesamtverhaftet als irgendein Querdenkertum oder was auch immer. Und nicht selten zu Recht. Doch es ist vielleicht wichtig, näher an die Quelle und Ursache des Problems zu gehen, dass eben die Intelligenzia heute schweigt und dass natürlich kleinere Geister wie ich das Vakuum füllen. Doch die Intelligenzia schweigt in einer Ära, in der ihre Stimme vonnöten wäre. Aber sie schweigen, weil mit dem Job hängt die Wohnung zusammen, der Kita-Platz, die private Krankenversicherung, das Auto, bei dem noch 18 Raten offen sind und so weiter. Und ich behaupte natürlich nicht, dass mein Salbadern hier an dieser Stelle irgendetwas bewirken kann. Natürlich tut es das nicht, aber es liegt eben nicht in der Natur des Menschen, ein Leben lang nur mit Schweigen zu verbringen und dem Beißen auf die eigene Unterlippe, während man sich eines tieferen historischen Unrechts bewusst ist. Aber jetzt genug davon. Ich gelobe feierlich, dass ich bis zum Ende dieser Episode nicht herumpolitisieren werde. Aber vergesst das nie, wir haben fast die Uruk-Vase verloren, eine der wertvollsten Keramiken auf diesem Planeten. Und alles nur, weil durch willige Massenmedien der Welt die Lüge verkauft wurde, dass Saddam Hussein und Osama bin Laden am selben Strang ziehen, obwohl jeder mit etwas Ahnung wusste, dass die beiden sich wie die Pest hassen. Doch zurück zu der Uruk-Vase. Eckhard Frahm schreibt dazu: Man hat vermutet, dass an der Spitze des in Uruk entstandenen Staatswesens eine Art Priesterkönig stand. Vergleiche mit der Kunst späterer Epochen legen die Annahme nahe, dass dieser Priesterkönig in Gestalt eines bärtigen Mannes mit runder Kappe und elaboriertem Netzrock auf einer Reihe von Bilddarstellungen der Uruk-Zeit abgebildet ist. Neben Siegelbildern und einer Statuette, die den Priesterkönig als Betenden darstellt, ist hier vor allem auf die berühmte Uruk-Vase zu verweisen. Dieses mehr als ein Meter hohe Alabastergefäß zeigt in einem unteren Bildstreifen ein Wasser repräsentierendes Wellenband und darüber Ähren und verschiedene Pflanzen sowie Mutterschafe und Widder, eine emblematische Darstellung der materiellen Grundlagen der mesopotamischen Zivilisation. Ein mittlerer Bildstreifen gibt eine Prozession nackter Gabenbringer wieder. Darüber ist auf einem dritten Bildstreifen hinter einem weiteren Gabenbringer der Priesterkönig im Netzrock dargestellt, wie er einer weiblichen Gestalt eine Textilrolle und Feldfrüchte darbringt.
Die weibliche Gestalt kann aufgrund der beiden Schilfbündelstandarten hinter ihr als Priesterin der Göttin Inanna oder als die Göttin selbst identifiziert werden. Rechts von ihr findet sich eine spielerisch selbstreferenziell anmutende Abbildung zweier Gefäße vom Typ der Uruk-Vase sowie eine Darstellung zweier kleiner Figuren, die von Widdern getragen werden. Die vordere Figur trägt ein seltsames Gebilde, das dem Keilschriftzeichen N ähnelt. N ist in späteren Keilschrifttexten als vor allem in Uruk verwendeter Priestertitel bezeugt, weshalb man annehmen darf, dass das Zeichen auf der Uruk-Vase auf den Priesterkönig zu linken verweist. Diese Uruk-Vase ist somit nicht einfach nur ein schmucker Dekorationsgegenstand für einen betuchten Sumerer gewesen. Die Vase hatte tiefe zeremonielle Bedeutung und galt vermutlich als sakral. Sie wurde wohl bei Prozessionen und Zeremonien getragen und hatte die sonstige Zeit ganz sicher nicht an einem schäbigen Ort gestanden. Gebhard Selz schreibt über diese berühmte Vase: Für alle Rekonstruktionsversuche der weltanschaulichen Vorstellungen der Spät-Uruk Djemdet Nasr-Zeit, also 3400 bis 2900, bietet die fast vollständig erhaltene, aber während der Plünderungen des Irak-Museums in Bagdad infolge der amerikanischen Besetzung schwer beschädigte Uruk-Vase eine hervorragende Quelle. Von einem zweiten Exemplar hatten die Ausgräber nur Bruchstücke gefunden. Verwandte Bildthemen finden sich auch auf Siegelbildern, auf denen nicht selten sogar die zwei Vasen selbst dargestellt sind. Und etwas weiter schreibt Gebhard Selz: Die hinter den Personen dargestellte Szene spielt in einem Vorratshaus und verweist wohl auf ein Fest, ist aber zugleich auch eine Schilderung der Abhängigkeit der Menschen von der Natur und der Bedeutung der Vorratshaltung. Die Darstellung lässt insgesamt einen religiös-sakralen Charakter erkennen, aber noch viele Jahrhunderte bestand eine überaus enge Beziehung zwischen Wirtschaft und Religion. Ein eigenständiger profaner Sektor des Wirtschaftens war noch lange nicht etabliert. An dieser Stelle muss ich auch etwas schmunzeln, denn wenn so radikale Idealisten wie ich sich immer beschweren und beklagen, dass in unserer eigenen Zivilisation sich der Umgang mit dem Monetarismus, dem Geld und den Finanzinstituten und Banken manchmal wie so ein metareligiöser Kult des Konsums anfühlen, an den alle blind glauben, obwohl es dafür keine Veranlassung gibt. Nun, das ist nix im Vergleich mit den guten alten Sumerern, denn dort war der Handel und die Ökonomie tatsächlich noch eine richtig sakrale Angelegenheit und von der Arbeit der Priester und der Tempel nicht trennbar. Die Wirtschaft war also in keinster Weise säkular. Das ist etwas, das man sich heute nur mühsam vorstellen kann. Aber den Versuch zu unternehmen, dies zu verstehen und sich darauf einen Reim zu machen, ist natürlich auch unsere Aufgabe hier. Damit komme ich aber zu einem wichtigen Thema, um das ich mich in der letzten Episode sehr gedrückt habe: die Religion jener Ära und damit ein grundsätzlicher Einstieg in den mesopotamischen Pantheon. Puh, das ist eine Baustelle für sich. Aber trotz meiner bisherigen Versäumnisse steht fest, dass Religion im frühen Mesopotamien von außerordentlicher Wichtigkeit war, wenn nicht sogar das Wichtigste schlechthin. Und obwohl viele Forscher dem Mesopotamien jener Jahrhunderte eine gewisse gesellschaftliche Form bescheinigen, die wir, mangels besserer Ausdrucksweise, wieder einmal manchmal als in Anführungszeichen sozialistisch bezeichnen, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Staatsform oder Gesellschaft in erster Linie streng theokratisch war. Das heißt, wer auch immer die Autorität besaß, ob es nun eine Gruppe aus Entscheidern war oder etwas später ein Priesterfürst, stets war diese Einheit auch eine Brücke zu den Göttern, eine Brücke zum Mythos. Ich bin immer etwas mehr an den rein historiografischen Aspekten der Vergangenheit interessiert. Doch an dieser Stelle ist das nicht ausreichend und wir müssen eben auch mal über die Mythologie und die Religion sprechen. Aber ich möchte es am besten so machen, dass ich am Ende, wenn das Video eigentlich vorbei ist, mich noch einmal hinsetze und ein Kapitel von dem guten alten Samuel Noah Kramer lese, das sich in einer kompakten Art und Weise mit der Religion dieser Kultur beschäftigt. Denn weshalb sollte ich versuchen, hier das Rad neu zu erfinden, wenn es dazu einige großartigen Texte gibt? Aber erstmal zurück zu der Djemdet-Nasr-Zeit.
Ich möchte aus den unterschiedlichen Büchern, die mir hier zur Verfügung stehen, einige Impressionen heraufbeschwören, die uns vielleicht helfen werden, die Menschen im sumerischen Mesopotamien besser zu verstehen. Die erste Impression hat mit Sprache zu tun und stellt einen subtilen Versuch dar, mögliche semantische Nuancen zwischen den beiden damals vorherrschenden Sprachen herzustellen, dem sumerischen und dem semitischen Akkadisch, das schon bald die vorherrschende Sprache dieser Region werden sollte, während das sumerische zunehmend zu einer Art Kirchenlatein verkommen würde, das irgendwann nur noch die Priester verwenden. Hierzu also ein ganz kurzer Abschnitt von Eckhard Frahm aus seinem Buch Geschichte des alten Mesopotamien. Die zweitälteste keilschriftlich überlieferte Sprache des alten Mesopotamien ist das Akkadische, dessen früheste Spuren in die Zeit um 2600 vor Christus datieren. Die Sprache ist nach der Stadt Akkad benannt, der Hauptstadt des von Sargon um 2350 vor Christus begründeten ersten großen mesopotamischen Reiches. Seit dem frühen 2. Jahrtausend ist sie in Gestalt zweier Hauptdialekte überliefert, Babylonisch und Assyrisch. Das mit dem Hebräischen und Arabischen verwandte semitische Akkadisch ist eine echte Großkorpussprache. Als bestbezeugtes antikes Idiom nach dem Griechischen verfügt es über einen Textbestand, der selbst den des lateinischen Textkorpus aus der Zeit vor 300 nach Christus übersteigen dürfte. Als ein Beispiel für das Klangbild des Akkadischen sei hier der Beginn des babylonischen Weltschöpfungsepos Enuma Elish angeführt. Enuma Elish Lanabu Shamamu Shaplish Amatu Shumala Sakrat. Als droben die Himmel noch nicht benannt waren und drunter die Erde noch keinen Namen hatte. Sumerer und Akkader scheinen im alten Mesopotamien von früh an in einer engen Symbiose miteinander gelebt zu haben, sodass man davon Abstand nehmen sollte, für die beiden Gruppen klar definierte ethnische Identitäten zu postulieren. Dennoch mag es gewisse Mentalitätsunterschiede gegeben haben. So scheint die Bereitschaft, spöttische Kritik an den politischen Autoritäten zu üben, bei den Sumerern in höherem Maße ausgeprägt gewesen zu sein als in akkadischen Kreisen. Das sumerische Sprichwort Sumab Lugalakam, gib mir ist, was der König sagt, wird in einer akkadischen Übersetzung mit Nadanu Sharashari wiedergegeben. Zu geben ist die Aufgabe des Königs. Womit einer sehr viel staatsgläubigeren Auffassung Ausdruck verliehen wird. Das ist also ein kleiner Blick, ein wenig spekulativ natürlich, auf den Umgang mit solchen toten Sprachen. Doch in der Auswertung bestimmter Eigenschaften solcher Sprache ist eben auch etwas Intuition gefragt. Selbstverständlich darf man daraus nicht mit Vehemenz ableiten, dass die Sumerer etwas frecher und unangepasst gegenüber der Obrigkeit waren, während die Akkader für ihre submissive Haltung berühmt waren. Was Eckhard Frahm hier beschreibt, ist höchstens ein Indiz. Aber ein sehr interessanter Querverweis. Aber es ist auch nicht etwas, das man in Gänze ignorieren kann. Die zweite Impression, hierbei möchte ich nach längerer Zeit wieder nach dem Buch Völker des Alten Orient von Karel Jadury greifen und einen kurzen Ausschnitt über numerologische Mythologie lesen und die Metaphysik der Sumerer. Besonders interessant ist die Vorstellung, die die Sumerer vom Kosmos hatten. Aus einer chaotischen Urphase, in der der Weltkern völlig vom Wasser umgeben ist, werden Himmel und Erde geboren. Die Sumerer nannten sie die obere und die untere Welt, wobei letztere nicht mit der Unterwelt, dem Totenreich, verwechselt werden darf, die eine selbstständige Einheit bildete. Die vierte kosmische Einheit ist das Wasser. Diese Einheiten oder Elemente werden von dem Gott An regiert, der gleichzeitig den Vorsitz in der Götterversammlung innehat. Nur er darf mit der heiligen Zahl 60 gekennzeichnet werden. Von großer Wichtigkeit ist auch Enlil, der Gott von Himmel und Erde. Ihm steht die Zahl 50 zu. Ihm folgt der Gott des Wassers, Enki, mit der Zahl 40. Dagegen ist der Gott der Unterwelt, Nergal, vielleicht absichtlich von der Nummerierung ausgeschlossen. Denn die Zahl 30 steht dem Mondgott Sin zu, dem Hauptgott der astralen Götter. Merkwürdigerweise ist der Sonnengott Shamash etwas tiefer mit der Nummer 20 eingestuft, während Shamashs Schwester, die Göttin Ishtar oder der Planet Venus, mit der Zahl 15 folgt. Weitere Götter werden wir später noch erwähnen.
Die kosmische Hierarchie war aber nicht maßgebend für die Verehrung, die den einzelnen Göttern von den Sumerern zuteil wurde. Jede örtliche Gemeinschaft stellte sich unter den Schutz einer bestimmten Gottheit, und wenn dieser sich als unzureichend herausstellte, denn schließlich war der Erfolg vom Herr abhängig, verringerte sich das Ansehen. Es war aber ein ungeschriebenes Gesetz der sumerischen Kriegsführung, dass die Sieger den Besiegten ihre örtlichen Gottheiten beließen. Kriege größeren Umfangs mit katastrophalen Folgen sind aus der Frühgeschichte nicht bekannt. Eine echte Katastrophe war die Sinnflut, die mit dem Namen Uruk verknüpft war. Es gibt eine sumerische Königsliste, die den Namen Sisuda erwähnt, von der es heißt, er sei der letzte König vor der Sinnflut gewesen. Der zweite wichtige König, der im Zusammenhang mit der Sinnflut erwähnt wird, ist Gilgamesch, der als der 28. König nach der Sinnflut bezeichnet wird. Es ist noch nicht allzu lange her. Da glaubte man, Gilgamesch sei nur eine legendäre Figur, die wir aus dem berühmten Gilgamesch-Epos kennen, in dem auch die Sinnflut ausführlich beschrieben wird. Die deutschen Ausgrabungen in Uruk haben diese Auffassung widerlegt und gezeigt, dass König Gilgamesch tatsächlich gelebt hat. Er war ein großer Held und Krieger gewesen, der später vergöttlicht worden ist und dann als einer der Gönner der Könige von Ur angesehen wurde. Ihm verdankt zum Beispiel Uruk die Stadtmauer, und dank seiner klugen Führung gewann Uruk auch politisch große Bedeutung. Das ist mal ein schöner Text von Karel Jeudery, den ich aber auch mit einer gewissen Skepsis lese. Gleichzeitig kann man an dieser Stelle keine klaren historischen Linien ziehen. Wir befinden uns eben in einer zeitlichen Zone, in der der Übergang aus einer nebelhaften Legende zu einer historisch nachvollziehbaren Geschichte eben erst stattfindet. Die dritte Impression stammt wieder von Hartmut Schmökel und seinem Buch Ur, Assur und Babylon. Schmökel verstand es sehr gut, in seinen populärwissenschaftlichen Büchern äußerst poetische und romantische Eindrücke zu erzeugen, welche den Alltag dieses fernen Zeitalters zum Leben erweckten. Und das mag man auch mal kritisieren, weil es eben einen etwas spekulativen Drall hat, aber es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass für uns Laien, Enthusiasten und Amateure das ganze altertümliche Mesopotamien nur eine Wüste ist mit einigen zerbrochenen Tonscherben. Sich unter all dem tatsächlich etwas vorzustellen, ist gar nicht so einfach, aber wichtig. Und jemand muss diese Übersetzungsarbeit leisten zwischen staubtrockenen archäologischen Papers und einer allgemeinverständlichen Sprache, der auch der arbeitsmüde Bürger am Wochenende etwas abgewinnen kann, wenn er oder sie sich mit einem Buch in der Hand unter die Leselampe setzt. Jetzt fabuliere ich aber ein bisschen. Ich lese also einige Zeilen von Schmökel in der Hoffnung, dass vor deinem geistigen Auge die Welt der Djemdet Nasser-Zeit ein wenig aufersteht. Die Nacht hatte keine Abkühlung gebracht. Wie eine schwere Decke lag die Hitze über der verdorrten Steppe. Der schüttere, strohtrockene Bodenbewuchs knisterte, als ein armlanger, eidechsenähnlicher Varan den Dickichten am Euphrat zukroch. Seit dem Frühjahrshochwasser war der Spiegel des Flusses sehr gefallen, bot aber dennoch allerlei Wassergeflügel Zuflucht, dessen verschlafenes Lautgeben man zuweilen hörte. Ein Schakal kläffte unweit zur erblassenden, wie eine Nachen auf dem dunklen Himmelsmeer ruhenden Mondsichel empor. Der Morgen war nicht mehr fern. Der große Jagdhund mit den mächtigen Pranken stellte die Ohren auf und knurrte. Da erwachten die Jäger, die am Flussufer ausgeruht hatten, und machten sich reisefertig. Sie kehrten von einer langen Expedition ins Gebirge jenseits des Tigris zurück, auf der sie vor allem den Bergziegen nachgestellt hatten, waren auf einem Floß den uralten Wasserweg des Shat el-Hai, der als ursprünglich natürlicher Kanal die zwei Ströme verband, herabgekommen und strebten nun Euphrat aufwärts ihrer Stadt zu. Einen Tag noch oder anderthalb der Uferlinie folgend mussten sie Uruk erreichen, und in der Klarheit des Morgens mochte wohl bald die Silhouette der Hochtempel zu erkennen sein. Urplötzlich war die Sonne da. Wie zwischen zwei Bergen stieg Utu, Sumers Sonnengott, aus der Unterwelt empor. Waren da nicht die beiden Strahlenbündel, die aus seinen Schultern wuchsen?
In stummer Verehrung standen die Wanderer still. Es war, als habe der glänzende Gott ihre Gebete erhöht. Als sie sich westwärts wandten, gleiste ihnen Helligkeit von einem Punkt weit hinter der Steppe entgegen. Das Sonnenlicht hatte die hohen Mauern des weißen Tempels erreicht, und in seinem Widerschein grüßten die Götter der Heimatstadt aus der Ferne ihre heimkehrenden Söhne. Glück und Dank erfüllte ihr Herz. Sie beugten sich demütig vor Inanna, der Herrin der Stadt, die jetzt wohl einsam ihrem wieder ins Reich Kurnugea zurückverbannten Buhlen Dumuzi nachklagte. Ihr sollte als Weihgabe die kostbare Trophäe weitgeschwungener Besoar-Hörner gehören, die in ihren Tragsäcken lag. Und wenn der Priester in der Ablieferungsstelle mit der Beute an Fellen, Gehörnen und Dammhirschgewein zufrieden war, alle vier Männer trugen schwer an ihrer Last, so bekam ein Rollsiegelschneider vielleicht den Auftrag, ihnen einen segenbringenden Siegelzylinder mit dem Bild ihres großen Jagderlebnisses anzufertigen. Unermüdlich marschierten die Jäger, und allmählich stieg aus der hitzeflimmernden Steppe das große, mächtige Uruk mit seinen gelbbraunen Stadtmauern, den Türmen, Toren und alles krönenden Prachtbauten seiner Hochtempel vor ihnen empor. Sie waren am Ziel, und sie dankten den Göttern, die sie in all den Wochen ihres abenteuerlichen Zugs sichtbar beschützt hatten. Auch ihr Wunsch ging in Erfüllung. Von ihrer Erzählung gepackt, schuf ein Künstler der Tempelwerkstatt jenes in all seiner Einfachheit wunderbare Siegelbild, das der Führer der Jagdgruppe nun an einer Schnur stets um den Hals trug. Es zeigte die schwachen Flusswindungen ihres Jagdreviers, die Bergkuppen, die Kette um Kette dem Flusstal folgten, den Aufstieg der Jäger und ihres Spürhundes, vergaß auch den rechts im Bilde sichtbaren Charakterbaum auf der Höhe nicht und hielt schließlich den Augenblick fest, da nach Erlegung eines Muttertieres, rechts vor dem Bogenschützen auf dem Rücken liegend, und Einfangen des Kiezes rechts oberhalb des Bogens, der Schütze seine Waffe spannte, um den kapitalen Besoarbock, der über einen kahlen Hügel zu fliehen sucht und sichernd sein mächtiges Haupt den Verfolgern zuwendet. Ein Pfeil haftet ihm schon im Halsansatz, den Fangschuss zu geben. Für ewige Zeit war das Geschehen auf der kleinen, zauberhaften Siegelrolle eingefangen, die heute das nach den Höhlenmalereien der Altsteinzeit wohl früheste Jagdbild darstellt, das wir besitzen. Das war Hartmut Schmökel, gewohnt wortgewaltig. Die vierte Impression ist ganz anderer Natur. Ich dachte, wir sollten einen kurzen Blick auf die teilweise abstrakt anmutende Arbeit der Archäologen werfen. Sir Leonard Woolleys Buch »Ur in Chaldea, 12 Jahre Ausgrabungen in Abrahams Heimat« ist ein Werk, das 1956 erschien und mehr die sachliche Perspektive des Ausgräbers schildert. Das ist nicht immer aufregend zu lesen, macht aber deutlich, was das konkret bedeutet, wenn wir zum Beispiel von Ausgrabungen in Uruk sprechen und den Schichten Uruk 4b, Uruk 4a und Uruk 3 und was es bedeutet, eine tiefer liegendere Schicht freizusetzen, ohne die darüber befindlichen Strata zu zerstören. Ich lese: Die oberen Scherbenlagen in der Brennofenschicht unseres Flutschachtes enthielten ausschließlich Jemdet Nasr-Ware. Über der Brennofenschicht lagen Häuserruinen, deren drei unterste Schichten sich durch die in ihnen gefundene Keramik als zur gleichen Periode gehörig erwiesen, insbesondere durch das Auftreten eines merkwürdig handgemachten Napfes in der dritten Schicht, von unten gerechnet, der seitdem auch an mehreren anderen Grabungsorten gefunden wurde und der eine Art Werkstattzeichen des Jemdet Nasr-Töpfers ist. Die Menge der auf dem Brennofengelände angehäuften Scherben und die drei Bauschichten darüber deuten auf eine ziemlich lange Dauer der Jemdet Nasr-Siedlung. Glücklicherweise sind die Scherben nicht die einzigen Zeugen für diese Siedlung. Während der Grabungen von 1930 bis 1933 arbeiteten wir im Bereich der Sikkurat und versuchten, ihre Geschichte bis in die Zeit zu verfolgen, die dem großen Bau Urnammus, eines Königs der dritten Dynastie, vorausgeht. Die Ruinen dieses Bauwerks sind heute der hervorragendste Zug der Städte, da wir uns verpflichtet hatten, das Baudenkmal und die mit ihm verbundenen Gebäude zu erhalten, war die Erforschung der darunterliegenden Schichten keine leichte Aufgabe. Wenn es uns auch schließlich gelang, die Grundrisse von zwei aufeinander folgenden Bauten, die beide der frühdynastischen Periode angehörten, weitgehend auszuarbeiten,
sie sollen später beschrieben werden, konnten wir auf dem beschränkten Raum doch nur selten in eine ältere Schicht hineingraben. Aber ein Schnitt in die Westecke der Sikkurat-Terrasse erbrachte uns das gewünschte Beweismaterial. Unter den Fundamenten des älteren Mauerwerks der dynastischen Periode, zum Teil von ihnen weggeschnitten, lag ein Mauerstück, dessen steil abfallende Außenseite es als Stützmauer einer Terrasse erwies. Sie war aus einer bestimmten Art ungebrannter Ziegel von kleinem Format erbaut, die in Barka für die Bauten der Uruk-Periode charakteristisch sind. Sie war aber durch eine neue Verkleidung aus andersartigen Ziegeln verstärkt worden, die jenen der Djemdet Nasr-Hausmauern in unserem Flutschacht entsprachen. Hinter der Mauer lag ein Fußboden aus ungebrannten Ziegeln, der mit tausenden kleiner, gebrannter Tonkegel bestreut war. Diese waren an einem Ende spitz, am anderen stumpf wie Zeichenstifte. Die meisten waren etwa 9 cm lang und hatten einen Durchmesser von 1,5 cm. Sie bestanden aus einem leichten, weißlich-gelben Ton. Manche waren am abgestumpften Ende mit roter oder schwarzer Farbe überzogen, andere dagegen waren unbemalt. Nun hatte der englische Reisende und Archäologe Loftus gerade vor 100 Jahren in Warka, also Uruk, eine mosaikverzierte Mauer entdeckt. Es war ein Teil jenes Gebäudes, das inzwischen von den deutschen Ausgräbern dort freigelegt worden ist. Es war ein Palast mit panellierten Mauern und gewaltigen Säulen aus ungebrannten Ziegeln. Aber das recht prosaische Material war gänzlich verborgen unter der Wanddekoration. Die Mauern und Säulen waren dick mit Lehm verputzt und in dem Lehm steckten kleine Nägel aus gebranntem Ton, wie wir sie in Ur fanden. Sie waren tief in den Lehmverputz hineingetrieben und nur die flachen Enden schauten hervor und berührten aneinander. Die verschiedenfarbigen Nägel waren zu kunstvollen Mustern, Zacken, Rhomben, Dreiecken usw. so angeordnet, die in endloser Mannigfaltigkeit das ganze Gebäude überzogen. Aufgrund dieser Entdeckungen dürfen wir wohl damit rechnen, dass es in Ur während der Djemdet Nasr-Zeit bereits eine Sikkurat gegeben hat, die auf einer künstlichen Plattform stand, deren Terrassenmauer wir fanden. Sie war mit einem Mosaik aus farbigen Nägeln reich verziert. Über diese Stifte, die als Wandverzierung eingesetzt wurden, habe ich ja schon einiges erzählt in der letzten Episode, als es um die Uruk 4b und Uruk 4a Zeit ging. Und hier kann man ja sehen, weil Leonard Woolley beschreibt hier die Ausgrabungen in Ur, also nicht in Uruk, sondern in Ur. Und da erkennt man auch, dass eben die Djemdet Nasr-Zeit einen kulturellen Aufstieg dieser anderen Stadtstaaten markiert, die sozusagen in Sachen Bauqualität und Ausschmückung nun mit dem großen Rivalen Uruk mitziehen können. Und die Djemdet Nasr-Zeit markiert noch einen weiteren Punkt des Umbruchs, zumindest in groben Umrissen. Das Ende des Chalkolithikums, sprich der Kupfersteinzeit, und den Beginn der gewaltigen Bronzezeit, die da folgen sollte. Doch so klar kompartmentalisiert findet sich das nur auf den Seiten von Schulbüchern. Die Wirklichkeit war deutlich verwaschener, wie so oft. Die alten Obed-Menschen mochten noch reine Kupferschmiede gewesen sein, doch bereits in der frühsumerischen Uruk-Ära begann der Handel mit Zinnbronze, die aber im Gegensatz zu dem anatolischen Kupfer eher aus mittlerem Asien importiert wurde, vielleicht aus der Region der Indus-Kultur. Zumindest gibt es archäologische Belege für altertümliche Zinnbronze-Bergwerke in Afghanistan. Und so ist der Übergang in die Bronzezeit eher fließend, in einem Zeitraum von über 500 Jahren, in denen Zinnbronze zunehmend das Kupfer verdrängt. In Epochengrafiken wird dann zumeist Djemdet Nasr als die letzte chalkolithische Ära geführt, während die nächste Epoche, die sogenannte frühdynastische Zeit, häufig als die erste Epoche in der übergeordneten Frühbronzezeit geführt wird. Aber ich habe auch genug Grafiken gesehen, wo Djemdet Nasr direkt noch als die erste Epoche der frühdynastischen Zeit gezeigt wird. Aber ich schätze, das ist ein wenig Potato, Potato, Tomato, Tomato. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich, wie angekündigt, ein Kapitel aus dem Buch Cradle of Civilization von Samuel Noah Kramer vorlesen. Ein Kapitel, das sich ausschließlich mit der sumerischen Religion und dem frühmesopotamischen Pantheon beschäftigt.
Und bevor ich es tue, sage ich schon mal auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn ich mich wieder in die historischen Niederungen des Zweistromlandes begebe. Bis dann. Kapitel 5: Mythen, Glaube, Riten. Die Religion des frühen Mesopotamien ist die älteste, über die schriftliche Berichte vorliegen. Ausgehend von sumerischen Glaubensvorstellungen führte sie die Menschen in geistiger und ethischer Hinsicht in allen Lebenslagen. Sie bot ihnen annehmbare Erklärung für die letzten Mysterien von Leben und Tod und hinterließ ein farbiges mythologisches Erbe, das spätere Religionen nachhaltig beeinflusste. Die Babylonier und Assyrer, die den Sumerern folgten, übernahmen die meisten sumerischen Götter und Kulthandlungen. Das hieß aber nicht, dass die Priester und Dichter ihren sumerischen Vorgängern sklavisch folgten. Doch waren sie meistens unfähig, sich dem übermächtigen Einfluss ihres sumerischen Erbes zu entziehen. Dieses komplexe Gebilde aus Gesetz und Geschichte warf nachdrücklich die Grundfrage auf, welche die Menschen seit jeher beunruhigen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wie gelangten wir hierher? Mesopotamien lieferte darauf direkte und bedeutsame Antworten, die allerdings modernen wissenschaftlichen Methoden nicht standhalten. Die Erde, nach ihrer Überzeugung eine flache Scheibe, war von einem ungeheuren Hohlraum umgeben, den das überwölbende Himmelsrund umschloss. Dies alles zusammen bildete das Universum, Anki genannt, Himmelerde. Der Raum über der Erde und unter dem Himmel bestand aus einer Materie, die man Lil nannte. Rund um Himmel und Erde, oben, unten und seitlich, flutete das Meer, immer in Bewegung und unendlich, eine wundersame Verankerung des Universums. Die Allgegenwart des Wassers überzeugte die Mesopotamier davon, dass es vor aller Zeit entstanden und ewig sei, der Ursprung aller Dinge. Aus dem Wasser war das Universum mit seiner Himmelswölbung und der Erdscheibe hervorgegangen, die sich dazwischen dehnende luftige Atmosphäre, die Vater Himmel von Mutter Erde trennte, gab auch den glänzenden Sternen, der Sonne und dem Mond das Leben und schuf so den Schauplatz für die Schöpfung des Menschen und die Entwicklung der Kultur. Den Denkern und Weisen war es ganz natürlich, die Schöpfung des Universums mit menschlichen Begriffen zu deuten. Alles, was sie von der menschlichen Gesellschaft wussten, jede menschliche Aktivität war das Produkt menschlichen Tuns. Das Universum musste nach ihrer Vorstellung daher auch von anthropomorphen, von menschenähnlichen Wesen gelenkt werden, die für den einfachen Sterblichen nicht wahrnehmbar waren. Die mächtigen Kräfte, die dem Universum dienten, mussten ihren menschlichen Abbildern auf der Erde überlegen sein. Sie mussten unsterblich sein, da ihr Tod das Chaos hätte hervorrufen müssen. Unsichtbar, grenzenlos mächtig und unsterblich waren diese Götter, die die Sumerer Dingir nannten. Es musste viele solcher Götter geben, um die unzähligen physischen und geistigen Komponenten der Welt zu lenken, und es fiel den Mesopotamiern nicht schwer, mit diesen Vorstellungen immer neue Götter zu erfinden. Aus den erhaltenen Urkunden ergibt sich, dass das Pantheon der sumerischen Götter schon um 2500 vor Christus aus Hunderten von Gottheiten bestand, die alle ihre eigenen Namen trugen und ihre besondere Aufgabe hatten. Trotz seiner Größe und Vielfalt war dieses durch die Fantasie der Weisen erschaffene Pantheon im Allgemeinen harmonisch. Die Götter hatten eine hierarchische Ordnung nach dem Grade ihrer Bedeutung und ihres Einflusses. Die größten Götter waren die Gebieter über die vier Reiche des Universums: An, der Himmelsgott, Enlil, der Luftgott, Enki, der Gott der Gewässer, und Ninhursag, die große Mutter Erde. Diese vier waren die obersten Gottheiten, welche die Kräfte des Universums planten und schufen, und sie, diesen oder jenen, ihre Ankömmlinge, den ausführenden Göttern, unterstellten. Hatten die Götter einmal ihre Entscheidung getroffen, so brauchten sie ihre Absicht nur auszusprechen, und das Geplante war erschaffen. Diese Vorstellung entwickelte sich zu einem Glaubensgrundsatz im gesamten Nahen Osten. Das Wort Gottes oder einzelner verschiedener Götter besitzt die Kraft, Schöpfungen aus dem Nichts hervorzurufen. Auch die mächtigsten und weisesten Götter ähnelten dem Menschen in seiner irdischen Beschaffenheit. Sie feierten Feste, nahmen Weiber, zeugten Kinder und waren,
je nach Gelegenheit, guter Laune, zornig, fröhlich, traurig, selbstlos, eifersüchtig, großherzig, kleinlich, herzlos oder barmherzig. Im Allgemeinen begünstigten sie Ehrenhaftigkeit und Anstand und bekämpften Lüge und Bosheit. Nach dem, was die Mythen über sie berichten, waren sie aber keineswegs frei von Sünde. Die Götter konnten nötigenfalls umherreisen. Der Sonnengott hatte einen Wagen, ging aber gelegentlich auch zu Fuß. Der Sturmgott erreichte sein Ziel auf einer Wolke, während der Mondgott ein Boot benutzte. Indessen kümmerten sich die Mesopotamier nur wenig um solche realistischen Details, noch fanden sie es nötig, die Widersprüche aufzuklären, die in ihrem polytheistischen Glauben wurzelten. Wahrscheinlich machte ein Mesopotamier sich niemals Gedanken über die widerspruchsvolle Natur seiner Götter, die ernstlich erkranken konnten, Nahrung zu sich nahmen, schlafen und Wohnung nehmen mussten, die kämpften, Feinde töteten und manchmal sogar starben, um allerdings in der Unterwelt ein neues Leben zu beginnen. Anfang des 4. Jahrtausends vor Christus, als die Stadt Uruk das Land beherrschte, scheint der Himmelsgott An die sumerische Hauptgottheit gewesen zu sein. Seine Vorrangstellung scheint etwas überraschend, da das Meer eine so bedeutende Rolle in den Schöpfungsmythen spielt, hätte man erwarten können, dass Nammu, die Göttin des Urmeeres, die Mutter, die Himmel und Erde gebar, an erster Stelle stand. Aber die Götterhierarchie war, nach dem Vorbild des mesopotamischen politischen Lebens, von Männern beherrscht und daher war An der oberste Herrscher. Mit dem Untergang Uruks muss An indessen viel von seinem Ansehen eingebüßt und aufgehört haben, eine bedeutende Rolle in Mythos und Kult zu spielen. Fast alle seine Befugnisse und Vorrechte wurden auf den Luftgott Enlil übertragen, die Schutzgotteinheit der Stadt Nippur, die zum politischen und religiösen Zentrum Südmesopotamiens wurde. Während der nächsten 1000 Jahre, die auf die Zeiten um 2500 vor Christus folgten, blieb Enlil der oberste Herrscher des sumerischen und in gewissem Umfang auch des babylonischen und assyrischen Pantheons. Enlil ist ein zusammengesetztes sumerisches Wort, das Luftherr bedeutet, das heißt die Kraft, welche die Trennung zwischen Vater, Himmel und Mutter Erde bewirkte, die wenig später Enlils Sohn gebar. Man nannte ihn deswegen Vater der Götter, den König des Universums, den König aller Länder. Enlil brachte die Saat des Landes zum Sprießen, er schuf, was immer Not tat, er fand die Spitzhacke und gab sie dem Menschen zum Ackerbau, der ihm Gedeihen und Wohlstand bringen sollte. Sogar die Götter begehrten Enlils Segen. Ein Mythos erzählt, wie der mächtige Wassergott Enki aus Eridu nach Erbauung seines prächtigen Meerhauses zu dem Ekur-Tempel Enlil in Nippur kam, um Enlils Segen zu erbitten. Nach einem anderen Mythos soll der Mondgott Nanna, Schutzgottheit des weit berühmten Ur, in dem Bestreben, das Gedeihen seiner Stadt zu sichern, in einem Boot voller Geschenke nach Nippur gefahren sein und dort den Segen Enlils erbeten haben. So nimmt es nicht Wunder, die Dichter Enlil in ihren Versen rühmen zu hören. Enlil, dessen Befehl weitreichend ist, hoch und heilig sein Wort, dessen Versprechen unverbrüchlich, dessen Wort gütig für alle Zukunft ist, dessen Auge alle Länder überblickt, dessen Strahl das Herz des Landes durchforscht. Wenn Vater Enlil machtvoll den heiligen hohen Thron einnimmt, wenn er als Herr und Fürst erscheint, beugen die Erdgötter sich nieder vor ihm demütigen sich die Götter des Himmels. Enlil soll der Schöpfer der Me gewesen sein, einer Anzahl von Ordnungskräften des Universums, denen alles Leben unterworfen war. Diese bedeutende Schöpfung zeigt die bemerkenswerte Erfindungskraft der Mesopotamier. Sie waren die ersten, die eine derart umfassende und abstrakte Konzeption entwickelten. Für die Mesopotamier bedeutete die Me die Erfüllung ihres Verlangens nach Sicherheit in einer unruhigen Welt. Sie verlangten nach dem Glauben, dass das Universum und all seine Bestandteile, einmal geschaffen, auch in Zukunft funktionsfähig bleiben und nicht Zerstörung oder Verfall unterworfen seien. Die von Enlil erdachten Mäh regierten alles und jedermann im Universum. Der Sterbliche mochte Trost daraus schöpfen, dass der blaue Himmel, die fruchtbare Erde, die dunkle Unterwelt und das wilde Meer den Gesetzen der Götter gehorchten. Es gab mehr als 100 Mäh. Jeder Aspekt der Welt hatte sein eigenes Mäh.
Besondere Mähe galten den Gottheiten, den Menschen, den Ländern und Städten, den Palästen und Tempeln, der Liebe und dem Gesetz, Wahrheit und Lüge, Krieg und Frieden, Musik und Kunst, Kult und Ritus sowie jedem Handwerk und Beruf. Enlil erließ diese Mäh auch zur Lenkung der anderen Götter. Er setzte darin ihre Rechte, Pflichten und Privilegien fest, ihre Grenzen und Bindungen, ihre Machtvollkommenheit und deren Beschränkung. Die Mäh treten besonders hervor in den mesopotamischen Göttermythen. Allerdings spielten diese verwickelten Erzählungen in den religiösen Gebräuchen der Mesopotamier kaum eine Rolle. Bis auf wenige Ausnahmen kam den Mythen nur literarische Bedeutung zu. Sie dienten der Unterhaltung und der Anregung und sollten zugleich kosmische Vorgänge und Glaubensfragen erklären. Meist handelte es sich um fesselnde Erzählungen über die Götter in ihren Liebesbeziehungen, im Kriege und bei ihrer Schöpfungstätigkeit. Ein Mythos berichtet, wie Enlil durch Verletzung eines der Mäh ins Unglück geriet. Obwohl er über die höchste Macht verfügte, spielten ihm seine heftigen erotischen Begierden einen Streich. Eines Tages vor der Erschaffung des Menschen, als noch Götter die Stadt Nippur bevölkerten, erspähte Enlil eine junge Göttin, die schöne Ninlil, wie sie in einem Wasserlauf badete. Sein Verlangen war so groß, dass er sie sogleich an Ort und Stelle besitzen wollte. Als Ninlil sich seinem Ansinnen widersetzte und sagte, dass sie noch zu jung sei, ergriff er sie, zog sie auf ein Boot und vergewaltigte sie. Dieses moralische Vergehen verletzte eben das Meh, die Ordnung, die Enlil selbst dem Universum gesetzt hatte. Daraufhin verbannten die Götter ihr Oberhaupt in die Unterwelt. Die unglückliche Ninlil, die den Mondgott Nanna gebären sollte, folgte Enlil dorthin. Zum Glück für die Menschen waren die Mäh bei der Verbannung Enlils in die Unterwelt Enki anvertraut worden, dem Gott des Wassers, seine Mutter war die Meergöttin Nammu, und der Weisheit, der die göttlichen Gesetze sicher im Apsu, seinem berühmten Heiligtum in der Tiefe des Meeres, verwahrte. Enki war es, der die Funktionen des Universums im Einzelnen festlegte. Zunächst teilte er den einzelnen Ländern des Altertums einschließlich Sumers und vielleicht auch Ägyptens verschiedene Grade des Gedeihens zu. Sodann schuf er die notwendigen Dinge, um die Erde fruchtbar zu machen und die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Er goss reines Wasser in Tigris und Euphrat, besetzte die Sümpfe und Marschen mit Fischen und Schilf, ließ Wasser auf die Erde niederregnen, füllte die Äcker mit Kornsägen, erbaute Wälle und errichtete Schafpferche. Um sicherzustellen, dass all diese Schöpfungstaten nicht vergeblich waren, setzte er besondere Gottheiten ein, die über seine Neuerungen und deren zweckmäßigen Gebrauch nach den Vorschriften der göttlichen Mäh wachen mussten. So weise Enki auch war und so wertvoll für seine Stadt Eridu, die ihm anvertrauten Mäh auch sein mochten, so wenig erwies der Gott sich als fähig, die Mäh zu bewahren. Bei ihm war es nicht sinnliche Leidenschaft, sondern Trunkenheit, die den Verlust herbeiführte. Es war Enkis Tochter Inanna, Vorläuferin der griechischen Aphrodite und der römischen Venus, die seine Niederlage bewirkte. Inanna, der Name bedeutet Himmelskönigin, wurde in ganz Mesopotamien als Göttin der Liebe, der Zeugung und der Fruchtbarkeit verehrt. Sie war zugleich seit frühesten Zeiten die besondere Schutzgöttin von Uruk und wollte ihre Stadt zum größten Kulturzentrum von Sumer, ja der ganzen zivilisierten Welt machen. Sie war dazu allerdings nur imstande, wenn sie sich den Besitz der göttlichen Gesetze verschaffte. So entschloss sie sich, Enki die Mäh abzunehmen, koste es, was es wolle. Sie bestieg ihr Himmelsboot und gelangte in Begleitung ihres Dieners Ninshubur zu Enkis Tempel, dem Apsu, wo sie freudig empfangen und zu einem üppigen Bankett mit Gerstenkuchen und Dattelwein eingeladen wurde. Der Gastgeber Enki übertraf seinen Gast im Genuss der Festesfreuden. Alsbald vom Weine leicht berauscht, händigte Inanna die Mäh nach und nach aus. Nur allzu glücklich über die unschätzbaren Gaben, die vielleicht auf Tafeln eingeritzt oder in symbolischen Formen dargestellt waren, nahm Inanna die Geschenke entgegen, lud sie in ihr Boot und machte sich sogleich nach Uruk auf, bevor der trunkene Enki sich des Geschehenen bewusst wurde. Als Enki nüchtern wurde, bemerkte er das Fehlen der Mäh. Entsetzt vernahm er von seinem Diener Isimut, dass er sie Inanna zum Geschenk gemacht habe.
Von Gewissensbissen über seinen Vertrauensbruch geplagt, gelobte Enki, die Mäh zurückzuholen. Er befahl Isimut und einer Reihe von Seeungeheuern, zu den 7 Haltestationen zu eilen, die zwischen Eridu und Uruk lagen. Isimut sollte dort das Boot mit seiner Fracht an sich nehmen, Inanna aber frei in ihre Stadt zurückkehren lassen. Indessen wurden alle Rettungsversuche durch Inannas tapferen und ergebenen Ratgeber Ninshubur vereitelt und Inanna kehrte mit ihrem Boot wohlbehalten nach Uruk zurück. Dort empfing sie ihr glückliches Volk und sah zu, wie die kostbaren Mäh, die Uruk zur führenden Stadt Sumers machen sollten, an Land gebracht wurden. Enki geriet auch noch in Schwierigkeiten bei einer anderen Göttin, Ninhursag, die vielleicht die ursprüngliche Mutter Erde war. Diesmal war es nicht der Wein, sondern das Essen, das ihn in Ungelegenheiten brachte, denn er genoss eine gewisse Speise. Ein Motiv, das an die Paradiesgeschichte der Genesis erinnert. Der Schauplatz dieses Mythos ist Dilmun. Wie die Dichter erzählen, gab es in Dilmun weder Krankheit noch Altern, aber Dilmun hatte kein Quellwasser, bis der Sonnengott Utu auf Enkis Geheiß Quellen entspringen ließ, worauf eine reiche Vegetation aufblühte. In diesem Paradies ließ Ninhursag 8 ganz besondere Pflanzen sprießen. Enki begehrte diese Pflanzen, befahl seinem Diener Isimut, sie zu pflücken und ihm zu bringen. Ninhursag geriet in Zorn, als sie hörte, dass die Pflanzen verzehrt worden waren, und sprach einen Todesfluch über Enki aus. Dann verließ sie den Rat der Götter. Infolge dieses Fluches befiel Enki eine Krankheit an 8 verschiedenen Organen seines Lebens. Schon nahte der Tod, Trauer herrschte unter den Göttern, doch konnte ohne Ninhursag nichts für Enki getan werden. Glücklicherweise erschien nun ein schlauer Gott, der auf geheimnisvolle Weise Ninhursag zur Rückkehr in die Götterversammlung bewegen konnte. Sie führte alles zu einem guten Ende, indem sie 8 Gottheiten erschuf, welche die kranken Organe heilten und so den sterbenden Enki dem Tode entrissen. Von viel weitreichenderem Interesse für die westliche Welt ist ein anderer sumerischer Mythos, nämlich die Erzählung von der Sintflut, die in späteren akkadischen Versionen und natürlich in der Bibel wiederkehrt. Die sumerische Version konnte man nur aus den Fragmenten eines Drittels einer Tontafel rekonstruieren, doch lassen die akkadischen Versionen auf folgenden Inhalt schließen. Einige Zeit nach der Erschaffung der Menschen, Pflanzen und Tiere und nach der Errichtung von Königsherrschaften in 5 verschiedenen Städten entschlossen sich die Götter, die Menschen durch eine Sintflut zu verderben. Die Stelle, die diesen grausigen Entschluss begründete, ist weggebrochen. Vielleicht war der Ungehorsam der Menschen die Ursache. Nach der Erzählung waren jedoch einige Götter nicht mit der entsetzlichen Härte dieses Verdikts einverstanden. Einer von ihnen, Enki, verriet es einem Sterblichen namens Siusudra, sein akkadischer Name ist Utnapishtim, der für seinen gemütigen Gehorsam und seine Ehrerbietung bekannt war, und riet ihm, ein riesiges Boot zu bauen und darin die Sturmflut zu überstehen und so sein eigenes Leben und das Menschengeschlecht zu retten. Siusudra befolgte getreulich die Weisungen des Gottes und blieb verschont, wie der Dichter sagt. 7 Tage und 7 Nächte raste die Flut über das Land, und das große Boot wurde umhergeworfen von den Stürmen über der Wasserwüste. Dann erschien Utu, der Sonnengott, und goss Licht über Himmel und Erde. Nach einer Unterbrechung im Text finden wir Siusudra, wie er sich vor An und Enlil, 2 der obersten Götter des Pantheons, niederwirft. Diese sind so angetan von seiner gottesfürchtigen Demut, dass sie ihm gottähnliches Leben und ewigen Atem verleihen und ihn nach Dilmun, dem paradiesähnlichen Ort, dem Ort, an dem die Sonne aufgeht, tragen. Für die Mesopotamier müssen sich derartige Mythen wohltuend von ihrer ziemlich nüchternen und kargen Weltanschauung über das Schicksal des Menschen abgehoben haben, befanden sich diese Ansichten doch in starkem Gegensatz zu der glanzvollen Rolle, in der sie ihre Götter sahen. Ihrer Überzeugung nach war der Mensch aus Lehm erschaffen worden und, wie andere meinten, aus Lehm und dem Blut eines erschlagenen Gottes, erschaffen nur zu dem Zweck, den Göttern zu dienen und ihnen Nahrung und Behausung zu verschaffen, so dass jene von den Plagen des Alltags verschont blieben. Fatalistisch und resigniert
hielten die Sumerer den Menschen für hilflos gegenüber dem unerforschlichen Zorn der Götter. Sie sahen sich für alle Lebenszeit der Ungewissheit und dem Schrecken, der Unsicherheit ausgesetzt, da sie glaubten, dass die Seele in das trostlose Dunkel der Unterwelt hinabsteigen würde. Das schwierige moralische Problem der freien Willensentscheidung, das unter den abendländischen Theologen so viel Verwirrung stiftete, hat die sumerischen Denker niemals beunruhigt. In ihrer Überzeugung, dass sie zu Sklaven und Dienern der Götter geschaffen seien, unterwarfen sie sich demütig dem Ratschluss der Götter, so unerklärlich und ungerecht ihnen dieser auch scheinen mochte. Auch beklagten sie sich nicht über Launenhaftigkeit und Exzentrizität der Götter, mit der diese Bosheit, Gemeinheit, Härte und Unglück über die Welt brachten. Man hatte eben damit zu rechnen und es gab sogar Mäh, also göttliche Ordnungsprinzipien, für so negative Begriffe des Menschendaseins wie Falschheit, Zwist, Furcht, Klage, das betrübte Herz, ebenso für die grausamen Nöte durch Überschwemmungen und Zerstörung von Städten. Musste ein Sumerer, wie der Hiob der Bibel, unverdiente Leiden ertragen, so sollte er sich nicht gegen das unergründliche Unglück auflehnen, sondern einsehen, dass seine Seele unabwendbar sündig sei, denn, wie ein mesopotamischer Weiser es ausdrückte, noch nie gebar eine Mutter ein von Sünden freies Kind. Man konnte von den Göttern und besonders von den Großen, die den größten Einfluss hatten, nicht erwarten, dass sie dem einfachen Mann ihr Ohr liehen und ihm vielleicht sogar halfen. Enlil, Enki und ihre Paladine waren zu erhaben und unerreichbar, um bloße Sterbliche und deren Kümmernisse zu beachten. Was die Menschen brauchten, war Hilfe von seitens kleinerer Götter. So entwickelte sich die Vorstellung eines persönlichen Gottes, eines himmlischen Wächters, der dem Einzelnen und seiner Familie beistand. An diesen Vater, der ihn erschuf, richtete der Mensch seine Gebete und Bitten. Erfuhr er Hilfe, so geschah es durch das Eingreifen dieser persönlichen Gottheit. Trotz solcher Hilfe musste der Mensch dem sicheren Tode und seinem Abstieg in die Unterwelt entgegenblicken. Dabei war die Vorstellung der Mesopotamier von dieser ihrer ewigen Behausung verschwommen und voller Widersprüche. Im Allgemeinen begriff man die Unterwelt als einen ungeheuren kosmischen Raum unter der Erde, ähnlich wie etwa den Himmel als den großen kosmischen Raum über der Erde. Die Seelen der Toten stiegen wahrscheinlich von ihren letzten Ruhestätten aus in die Unterwelt hinab, doch es mag in den größeren Städten auch regelrechte Eingangstore dorthin gegeben haben. Auf ihrem Wege in die Unterwelt mussten die Seelen über einen Fluss setzen. Dies düstere Reich regierten Nergal und Ereshkigal von einem Palast aus, der mit 7 Toren versiegelt war. Ihnen diente eine Schar von Göttern, darunter 7 Anunnaki, die als Richter fungierten, und tote Götter aus der Oberwelt. Außerdem gab es ein Korps von Teufeln, Galla genannt, das die Polizeitruppe darstellte. Alle außer den Galla mussten mit den Bedarfsgegenständen der Sterblichen ausgestattet werden. Selbst im Tode gab es strenge Vorschriften über den Vorrang. Die Seelen der Könige und hohen Beamten besetzten die besten Plätze. Jeder vornehme Verstorbene musste bei seiner Ankunft den ihm vorangegangenen Edlen Opfer darbringen. Das Geleit in die Unterwelt folgte bestimmten Regeln, über die Gilgamesch wachte, der große, durch die Sage unsterblich gewordene Held, der nach seinem Tode unter die Götter aufgenommen wurde. Während es auf der Erde Tag war, lag die Unterwelt in dämmerndem Dunkel. Aber wenn die Sonne unterging, nahm sie ihren Lauf durch das Reich der Toten und auch der Mond durchwanderte es am Ende jeden Monats. Wenn die Abgeschiedenen in der Unterwelt eintrafen, hielt der Sonnengott Utu Gericht über sie. Fiel das Urteil günstig aus, so konnten ihre Seelen einem ruhevollen Dasein entgegensehen. Trotz dieses Hoffnungsschimmers glaubten die Mesopotamier, dass das Leben in der Unterwelt bestenfalls ein trübes Spiegelbild des irdischen Lebens sei. Sie hatten wenig Grund, auf ein seliges, späteres Leben zu hoffen, so frei von Tadel sie auch auf der Erde gelebt haben mochten.